Wir waren am 20.01.2014 im Rathaus, um zu erfahren, was für ein Mensch hinter unserem Bürgermeister steckt. Wir dachten, er wäre ein ernster und strenger Mensch. Doch er zeigte sich von einer von uns unerwarteten Seite. Wir interviewten ihn, wobei er viel Freude und Offenheit uns gegenüber brachte. Thomas Schmidt verbrachte seine Kindheit in Kleinmachnow und zog dann mit seiner Frau nach Teltow. Seitdem bin ich Teltower und bin es auch gerne. Man sieht ihn oft in Schlips und Anzug, doch er ist auch ein Familienmensch. Ich habe zwei mittlerweile erwachsene Kinder und naja, klar ist man da auch als Vater in dem Fall, als Eltern ganz furchtbar stolz drauf, klar. Er zeigt uns auch, dass wir an unsere Träume glauben sollen und den Beruf erlernen, den wir uns wünschen. Ich wollte mal Koch werden. War vielleicht ein bisschen außergewöhnlich, aber ich finde, das ist ein total spannender, ein total kreativer Beruf. Insofern habe ich das auch wahnsinnig gerne gemacht damals, auch wahnsinnig gerne gelernt. Ja, aber ich habe mich eben auch schon immer für Politik interessiert. Und so kam es dann, wenn man so will, 1989, 90, dass es mich in die Politik getragen hat. Wir fragten ihn nach einem Wahrzeichen Teltows. Es ist so ziemlich egal, wo ich hinkomme. Also ich bin ja nun auch relativ viel unterwegs in Deutschland. Und wenn ich dann immer erzähle, wo ich herkomme, ist in der Regel immer die erste Frage, kommen denn nicht die Rübchen her? So, und das finde ich ganz toll, weil damit auch deutlich wird, dieses Teltower Rübchen hat eine Bekanntheit, wenn man so will, in ganz Deutschland. Und darum haben wir, wenn man so will, auch mit dem Teltower Rübchen eine Identifikation gefunden hier in der Stadt, die sich letztlich auch auf unserem neuen Stadtlogo wiederfindet. Also ich bin da sehr stolz drauf und zugegeben, ich esse es auch gerne. Dazu erzählte Herr Schmidt, wie er seine Rübchen zubereitet. Das ist das Klassische. Also die werden praktisch mit, man nennt das mit so einer Zuckerkulör, also mit karamellisiertem Zucker und ein bisschen Brühe, ein bisschen Salz, ganz einfach zubereitet. Im Jahr 2015 feiert Teltow sein 750-jähriges Stadtjubiläum. Hier ein kleiner Einblick in die Planungen. Es wird ein für uns ja auch historisch tolles, einmaliges Jahr. Wir werden sehr, sehr viele Veranstaltungen durchführen, um ganz einfach auch die Geschichte dieser Stadt für so viel wie möglich Leute erkennbar und erlebbar zu machen. Der Höhepunkt wird dann sicherlich ein Festumzug, den wir hier planen. Da werden wir die Stadt mal so richtig auf den Kopf stellen. Thomas Schmidt ist seit 12 Jahren Bürgermeister. Wir haben uns gefragt, wie lange er uns noch erhalten bleibt. So ich gesund bleibe und solange die Bürger der Meinung sind, ich mache meinen Job gut, würde ich das natürlich auch gerne weitermachen. Aber ich finde das Schöne an meinem Beruf, der Bürger darf darüber entscheiden. Noch dazu fragten wir ihn, wie er sich Teltow in 10 Jahren vorstellt. Dann würden wir uns hoffentlich darüber unterhalten, dass die Stadt noch schöner geworden ist. Wäre mein persönlicher Wunsch. Er nutzte auch die Jugendsprache und machte kleine Späße, zum Beispiel. Nur, wie sagt ihr heutzutage, rumchillen? Genau, einmal klopfen und jetzt müsst ihr mal aufmachen. Hättet ihr das von unserem Bürgermeister gedacht?